Wenn über Gemälde alter Meister gesprochen wird, fallen den meisten Menschen die Werke ein, die in Museen wie dem Louvre in Paris, der Eremitage in St. Petersburg oder der Galerie Alte Meister in Dresden ausgestellt sind. Aber der Kunstsinn und vor allem das Repräsentationsbedürfnis der Fürsten ließen solche Werke auch in Burgen und Schlössern erscheinen, wo man sie eigentlich gar nicht vermutet. Manches dieser Werke hing dann viele Jahre unbeachtet dort und die Zeit hinterließ ihre Spuren. Wenn dann eine Restaurierung solcher Werke gelingt, sind die heutigen Hausherren natürlich besonders stolz. Schloss Waldenburg, nördlich von Glauchau gelegen, hat schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Im Grund geht es auf eine Burganlage aus dem 12. Jahrhundert zurück. Mehrfach abgebrannt und wieder aufgebaut, rollten hier über hunderte von Jahren die Fürsten von Schönburg ihren Gästen den roten Teppich aus. Und auch heute noch beeindruckt die imposante Eingangshalle. Die beiden riesigen Gemälde im Treppenhaus des Eingangsbereiches jedoch waren über Jahrhunderte zu dunklen Flecken verkommen, wurden kaum noch wahrgenommen. Wenn ich bisher hier hereingekommen bin, bin ich eigentlich ohne nach rechts und links zu schauen, die Treppe hoch hier ins Foyer. Die beiden großen Bilder, mittlerweile über fast 400 Jahre alt, waren dunkel, waren blass, man hat nicht viel davon gesehen. Jetzt erstrahlt das Ganze und es kommen Figuren, die einem wirklich entgegenstrahlen. Und man sieht jetzt vom Faltenwurf bis zur Beleuchtung, bis zu den Szenen, die bisher im Dunkeln verschwommen sind, auf einmal, was für großartige Gemälde das sind. Die beiden Gemälde stammen vermutlich aus der Schule des Malers Luca Giordano aus Italien und werden auf die Zeit um 1630 datiert. Neben der künstlerischen Qualität bestechen die Bilder vor allem durch ihre Größe. Mit 5,20 Meter mal 2 Meter sind sie nicht nur für ihre Zeit etwas Besonderes. Das ist nicht alltäglich, weil die Größe der Gemälde sehr außergewöhnlich ist, also selbst für die Zeit, für das frühe 17. Jahrhundert. Und vor allem in dem ursprünglich schlechten Zustand haben sich Gemälde dieser Form kaum erhalten. Also es gibt selbst im Louvre oder in Leningrad keine vergleichbaren Größen, auch von der Qualität. Also sind zwei Gemälde im Stil des italienischen Malers Michelangelo da Caravaggio gearbeitet und ungefähr 1630 entstanden und mit der damals ganz neuen dramatischen Lichtführung, also wie eine künstliche Beleuchtung von einer Seite sehen. Und diese künstliche dramatische Lichtführung passt natürlich hervorragend zu den dramatischen biblischen Inhalten. Für Christen sind diese Inhalte auch wirklich dramatisch. So handelt das eine Bild vom Auszug aus Ägypten, einem der wichtigsten Ereignisse im Alten Testament, mit all den Sorgen und Ängsten. Und das zweite Bild zeigt, wie die pharaonische Armee bei der Verfolgung in den Fluten des Roten Meeres umkommt. Durch die Lichtführung kommen dabei auch kleinste Details zur Geltung. Vorausgesetzt natürlich, die Bilder sind in einem guten Zustand. Vom ersten Blick war erstmal überhaupt nichts zu sehen, weil der Firnis von Haus aus vergilbt gewesen ist und dann nochmal zusätzlich eingefärbt wurde. Und dann erst bei den Probefreilegungen hat sich gezeigt, dass sehr viele Löcher und Rissbildungen vorhanden gewesen sind, die um 1900 schon mal restauriert worden sind. Und diese späteren Retuschen gingen natürlich dann bei der Firnisabnahme mit verlustig und mussten dann eben aufwendig in verschiedenen Lasurtechniken wieder erneuert werden. Eine echte Herausforderung, die auch einem gestandenen Restaurator können, aber auch einige Zeit abverlangt. Und das ist ja nur eine Seite der berühmten Medaille, denn irgendwie muss das Ganze ja auch bezahlt werden. Derart aufwendige Restaurationen sind schließlich nicht gerade billig. Da kommt dann die Überzeugungskraft der lokalen Politiker zum Zuge. Ja, natürlich ist das Überzeugungsarbeit, ehe jemand Geld gibt. Das ist immer so. Aber das Haus an sich ist ja eine Rarität und mit dem 100-jährigen Jubiläum sind wir natürlich mit Leuten in Kontakt gekommen, die gesagt haben, das ist doch eine wunderschöne Sache. Und dann zu sagen, wir finden über unsere Sparkasse Chemnitz, wir finden über die Ostdeutsche Sparkassenstiftung Partner, die davon überzeugt sind, dass da was Tolles draus gemacht werden kann und die das Geld dafür geben, das ist natürlich ein Glücksfall. Das gelingt beileibe nicht überall. Hier ist es wirklich gut gelungen. Und so können auch der Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung Wilhelm von Rauch und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Chemnitz, Dr. Michael Kreuzkamp, stolz und zufrieden sein, auch wenn es für sie eigentlich eine Tradition ist.
Ja, die Sparkassen sind ja seit 200 Jahren tätig und verstehen sich auch seither als Förderer von Kunst, Kultur, Jugend, Soziales und Sport. Und wir sind eigentlich der größte nichtstaatliche Förderer von solchen Projekten, wie wir sie heute hier sehen. Die Finanzierungssumme, die hierfür vonnöten war, die haben wir nicht alleine gestemmt, sondern die haben wir mit unserem Partner, unserer Ostdeutschen Sparkassenstiftung, gemeinsam gestemmt. Und so wird die Last, solche Kulturdenkmale zu erhalten, auf breite Schultern verteilt. Denn heutzutage sind es oft Stiftungen oder eben Landkreise, die die Verantwortung für diese Zeugnisse der Geschichte haben und deren Mitarbeiter den Gästen schließlich etwas Attraktives bieten wollen. Also ich bin seit 2006 eigentlich fast jeden Tag an den Bildern vorbeigegangen und sie waren fast nicht erkennbar. Und wenn man dann sieht, wie es entsteht, und wir durften ja auch immer mal reinschauen, was entsteht, das ist schon toll. Und jetzt erst kann man wirklich auch Details in den Bildern erkennen. Das sehen natürlich auch unsere Gäste, die hier reinkommen und da direkt von den Bildern angestrahlt werden. Das Schloss Waldenburg hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Auch regelmäßige Ausstellungen werden organisiert, sodass dieses Ensemble auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag für die kulturelle Entwicklung der Region leisten kann.